Da ist schon der nächste Held. Der ist hier mitten zwischen unseren Einheiten. Das kann er unmöglich überleben. Mach ihn weg. Den dürfen wir nicht fliehen lassen. Das wäre echt schlecht. Da ist noch einer. Kommen die denn alle her? Die denken, die könnten hier einfach reinlatschen. Nee, nee. Das machen wir nicht. Das ist der nächste. Und herzlich willkommen zu Conqueror's Blade, dem neuen Free-to-Play-MMO, das jetzt, ich glaube, im Juni in die Open Beta gegangen ist. War schon eine Weile in der Closed Beta, ist eigentlich schon relativ bekannt. Ich habe gedacht, ich schaue einfach mal rein und ich fand es super cool. Deswegen schauen wir uns das heute so ein bisschen zusammen an und ich zeige euch die Welt hier so ein bisschen von Noob zu Noob. Es sei denn, ihr kennt euch hier schon besser aus als ich, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr mich in den Comments hier korrigiert, falls ich irgendwas Falsches sage. Das Spiel ist ziemlich komplex eigentlich. Hier gibt es unglaublich viel zu tun, unglaublich viel zu entdecken. Die hauen sich hier die ganze Zeit auf die Nase. Irgendwer ist da immer unterwegs. Wow. Ich glaube, der Zuschauer hat auch was abbekommen. Wow, der hat ganz schöne Moves drauf hier. Der hatte keine gute Chance hier. Die hat den ziemlich zerlegt. Ja, es gibt natürlich wieder... Oh, Feuer. Dämonenbeschwörer. Es gibt natürlich wieder so jede Menge unterschiedliche Klassen. Es gibt zwei Range-Klassen. Das ist einmal hier der Bogen. Das haben wir schon gesehen. Wer feuert denn hier? Was jetzt? Und dann gibt es auch noch so eine Schrotflinte. So eine kleine... Ja, so eine altertümliche Flinte einfach. Das spielt also nicht wirklich irgendwie im Mittelalter, sondern ist alles so ein bisschen bunt gemischt. So ganz klein wenig Feuerschaden, sowas ist auf jeden Fall dabei. Keine Magie oder sowas, also relativ realistisch. Und wir gucken jetzt einfach mal so ein bisschen, was man hier alles machen kann. Das Ganze basiert eigentlich auf so runden PvP. Wann ist hier viel Action? In der City hier sind wir zusammen mit allen anderen Spielern unterwegs. Ich kann nochmal auf die Karte schauen. Wir sind ja im Moment in Augolia unterwegs. Ich bin übrigens auf dem EU West Server 2, glaube ich, im Moment unterwegs. Und ihr seht schon, es ist eine riesengroße Karte. Das wird unendlich lange dauern, bis hier irgendwie in die asiatischen Gefilde zu gehen. Hier gibt es, glaube ich, zwei so westliche Gebiete. Hier geht es dann so Richtung asiatisch. Das ist da alles so ein bisschen mit dabei. Ich habe dann auch so ein bisschen Festung Frauenauge, okay? Und man kann hier auch die meisten Gegenden, oder ich glaube sogar fast alle, irgendwie übernehmen. Wir sind jetzt hier gespawnt in Augolia. Das heißt, das ist mein Hauptwohnsitz hier. Wenn ich da weg will, dann müsste ich jetzt einen, ja, so einen Clan praktisch gründen. Ein Haus heißt es hier. Das ist ganz ähnlich wie jetzt zum Beispiel hier in Game of Thrones. Wir gründen hier dann praktisch Häuser und nehmen dann Gebiete für uns ein und da wohnen wir dann. Im Moment wohne ich, wie gesagt, hier. Das heißt, wir bleiben am besten auch hier. Das ist nämlich ziemlich gefährlich da draußen. Es gibt also auch eine Open World. Gut, so viel durcheinander. Ich denke, wir starten jetzt einfach mal mit einem der unzähligen runden PvP-Sachen, die es hier so gibt. Blutschlachten, da bin ich noch zu niedrig vom Level her. Wir sind jetzt, glaube ich, 15. Expedition kann ich auch noch nicht mitgehen. Wir können uns aber schon mal die Standardschlachten anschauen. Da gibt es das Ausbildungslager, das ist natürlich nicht so spannend. Dann gibt es natürlich die Feldschlacht und die Belagerungsschlacht. Bei der Belagerungsschlacht geht es da schon ziemlich her. Da sind, glaube ich, ziemlich viele Spieler unterwegs. Also es sind wohl 15 Angreifer, die dann das feindliche Lager übernehmen müssen. Und es gibt wohl auch 14 Verteidiger, okay, also 15 gegen 14 wahrscheinlich. Das habe ich noch nicht gespielt, also das müssen wir dann einfach mal ausprobieren, wenn ich soweit bin, mal gucken. Jetzt starten wir einfach mal so eine coole Feldschlacht und schauen, wie lange das dauert. 2 Minuten, bis wir da gematcht werden, okay. Die warten wir jetzt dann noch ab und gucken uns hier so ein bisschen die Stadt an. Ich habe natürlich auch schon ein Pferd, ist ja klar. Das ist mein lieber Gaul hier, der mich durch die Gegend trägt. Und dann können wir einfach mal gucken, was hier in der City so abgeht. Ihr seht schon, die meisten stehen hier. Das ist eben die Gegend, wo man hier so die PvP-Schlachten annimmt. Die ergibt uns auch immer so die ganzen Daily-Aufgaben und sowas hier. Und da können wir die Matching-Schlachten eben aufrufen. Das können wir aber auch bei uns im Menü einfach. Aber hier hängen die Leute einfach am liebsten ab. Wo auch immer ziemlich viel los ist. Ach, wer bist du denn eigentlich? Der Vorsteher. Dem habe ich noch gar nicht geredet. Überblick. Okay. Treibt die Rebellen. Der möchte zum Beispiel, dass wir Ressourcen für ihn sammeln und ihm die hier spenden. Beziehungsweise der gibt uns dann so eine Truhe dafür mit abendländischer Montur. Das heißt, wir kriegen irgendwie so ein Stück Rüstung oder so dafür. Und Lebensbelohnung, Baumaterial. Okay. Ja, also es gibt hier unglaublich viel. Ich habe hier noch lange nicht alles gesehen.
Und das wird auch noch ein ganzes Weilchen dauern, denke ich, bis ich hier einigermaßen durchblicke. Aber ich habe so eine Idee davon, wie das Ganze funktioniert. Hier haben wir zum Beispiel den Kollegen, der uns mit unseren Truppen hilft. Wir sind nämlich nicht alleine unterwegs, sondern wir haben immer Truppen dabei. Hier ist unsere Kaserne. Wir haben jetzt einmal diese Holzfäller, wir haben die Dorfpatrouillen und ich habe auch schon die Pachtbauern, ich nenne sie immer Prachtbauern her, freigeschaltet. Und da gibt es eben, es gibt auch wieder Nahkampf, Fernkampf, Kavallerie. Kavallerie ist, glaube ich, eher so High Level, da sind wir noch lange nicht da. Und das sind eben unsere Truppen, die wir dann mitnehmen und die mit für uns kämpfen. Die befehligen wir dann auf dem Schlachtfeld. Hier können wir noch weitere Slots freischalten. Im Moment haben wir hier jetzt, wie es aussieht, 8 Slots. Und ich habe sowieso erst 3 davon genutzt. Das ist der Einheitenbaum. Hier können wir uns dann so ein bisschen durchleveln. Das sieht alles ganz interessant aus. Da gibt es jede Menge unterschiedliche Einheiten. Wo sind denn die Fernkampfeinheiten eigentlich? Das sind die Bogenschützen zum Beispiel. Und dann gibt es auch diese kaiserlichen Arkebusiere, die haben auf jeden Fall irgendwelche Gewehre. Und es gibt auch Armbrustschützen. Hier gibt es alles Mögliche, was man da freischalten könnte. Kavallerie, Ritter, das klingt auf jeden Fall gut. Kreuzritter, wow. Okay, dann müssen wir das alles hier freischalten. Wir müssen erst die entsprechende Ära freischalten und dann müssen wir die ganzen einzelnen Sachen hier freischalten, um da dann irgendwann zu landen. Eid des Surgeons und so weiter und so fort. Im Moment bin ich dabei, hier so ein bisschen im Nahkampf was zu machen. Hier sind dann diese Dorfpatrouillen, die ich auch schon freigeschaltet habe. Die Holzfäller. Und da müssen wir dann gucken, wo wir da überhaupt reingehen. Das wird ziemlich interessant. Da gibt es noch viel zu tun. Jetzt geht der Kampf gleich los. Hier gibt es noch unglaublich viel weiteres. Das sind jetzt Technologien zum Ressourcensammeln. Das ist dann wirklich was für die offene Welt. Das müssen wir uns auf jeden Fall noch anschauen. Ist aber dann schon wieder ein ganz anderes Thema. Okay. Dann konzentrieren wir uns jetzt mal auf unsere Schlacht hier. Wir nehmen unsere Truppen natürlich mit. Ich habe die Holzfäller dabei. Wir nehmen die Dorfpatrouillen noch mit und diese Pachtbauern. Und mehr können wir dann eigentlich auch nicht machen. Gegenstände haben wir nicht, Waffen haben wir keine anderen. Wir haben nur ein Pferd. Wir treten bei. Jetzt sehen wir auch schon, was hier so an Teammitgliedern mit dabei ist. Da ist einer Level 28. Der hat ein Gewehr dabei. Wir haben auch einen Bogenschützen Level 22. Sieht alles ganz gut aus. Die sind definitiv so ein bisschen stärker als ich. Und wir sehen auch, was die hier für Einheiten auswählen. Und so sieht die Karte dann aus. Wir haben also praktisch hier 2 Punkte, wo wir uns heilen können und unsere Truppen wieder auffrischen. Und dann haben wir hier 3 Punkte, die wir einnehmen und gegen den Gegner halten müssen. Und dann geht's auch schon los. Okidoki. Die Gegner haben auch einige High-Level-Spieler. Also mal schauen, wie es wird. Wird auf jeden Fall interessant. Das Matchmaking ist eigentlich immer ziemlich gerecht. Die Spiele waren unglaublich ausgeglichen bis jetzt. Da war ich also wirklich ziemlich begeistert. Ich dachte schon öfter, ich würde verlieren. Bis jetzt habe ich noch nicht verloren. Mal gucken, ob wir das halten können. Ich hoffe es doch. Und jede Sekunde, bis die letzte Kartoffel das Spiel geladen hat. Und in 2 Sekunden geht's los. Auf geht's. Diese netten Kollegen hier mit den Schilden, das sind unsere. Das sind, glaube ich, welche sind denn das? Irgendwelche Bauern. Ah, das sind die Holzfäller mit dieser Holzfäller-Axt und dem Schild. Wir gehen jetzt mal Richtung, ich denke, Punkt A. Wir folgen mal denen hier. Im vollen Galopp. Oh, da geht's schon los. Wir sind zu dritt. Wir haben noch Lika und Kamoka dabei. Und schauen mal, ob das reicht, um die Gegner hier niederzumachen. Kommt mal mit. Irgendwer schießt hier schon. Ah ja, die sind bei Punkt B, wie es aussieht. Wir sollten auf jeden Fall mal irgendwas tun. Scheinbar greift hier niemand an. Dann machen wir das jetzt einfach mal und hoffen, dass irgendwer uns hilft. Vielleicht kommt ihr mit oder so. Oh, das sieht schlecht aus. Wir haben ein sehr passives Team, wie es aussieht. Okay. Unsere Truppen sind unterwegs. Der greift jetzt aber an. Dann gehen wir natürlich mit rein. Na, die traut sich auch nicht. Ganz schlecht. Okay, der dritte kommt jetzt auch. Dann würde ich sagen, die haben keine Fernkämpfer. Also wir haben eigentlich Zeit. Kein Stress. Da kommt ein Held. Den machen wir weg. Okay, jetzt geht's los. Mal gucken, ob meine Verbündeten helfen. Ich hoffe es. Ich hoffe es wirklich. Au, au, au. Der ist auch schon ziemlich angeschlagen hier. Den müssten wir schaffen. Wir sind aber zu dritt gegen mich. Das ist nicht so nett. Ich denke, wir hauen ab, wenn es noch geht. Wow. Der macht mich total nieder. Okay, das war wahrscheinlich so ein Level 20 plus Typ.
Ja, sieht so aus, als wären wir hier relativ alleine. Mein Team macht nicht wirklich was. Die beiden haben einfach zugeguckt. Der eine steht immer noch da hinten, der hat Bogenschützen dabei. Also eigentlich eine gute Aufstellung soweit. Gut, wir spawnen neu. Die sind jetzt natürlich alle weg, die Holzfäller. Die haben sie uns zerlegt. Das heißt, ich muss die nächsten mitnehmen. Das sind jetzt diese Speerträger. Also das ist definitiv das Spiel, was am schlechtesten läuft, seitdem ich hier angefangen habe. So viel kann man schon mal sagen. Mein Pferd ist jetzt down, das heißt, das haben wir auch nicht mehr. Wir müssen es zu Fuß hier auf den Weg machen. Da ist jemand unterwegs. Das ist einer von uns. Okay, wir haben zumindest mal 2 Punkte eingenommen jetzt. Das ist ja eigentlich ganz gut. Wir waren natürlich da, wo es am gefährlichsten war. 3 Gegner. Oh, da ist einer. Komm nur her, du. Oh oh. Bitte nicht wieder so eine Level 25er. Wow. Also ich blocke eigentlich, aber... Alter Schwede. Ich habe keine Chance gegen die. Gut, meine Typen leben aber noch. Das ist natürlich immer so eine Sache. Man wird hier mit anderen gemeinsam in ein Match geworfen, die schon ziemlich gut equipped sind. Die fliehen jetzt, alles klar. Und die sind natürlich schon Level 20 plus. Ich bin jetzt erst Level 15, habe überhaupt kein Equipment. Da wird man natürlich ziemlich auseinandergenommen. So schlimm hatte ich das bisher jetzt noch nicht. Wir müssen gucken, dass wir mit den anderen zusammenbleiben. Kommt mal mit, Jungs. Die noch leben. Ein paar haben wir ja noch. Sieht aber jetzt gut aus von den Punkten her. Wir sind eigentlich ganz gut aufgestellt momentan. Es könnte noch was werden. Wenn wir die beiden Punkte halten können. So, ich verstecke mich jetzt zwischen meinen Verbündeten irgendwo. Da liegen sie alle, meine Leute. Oh je. Und da sind sie. Nix wie rein. Die holen wir uns. Oh, das ist ein Typ mit Flinte. Das ist überhaupt nicht gut. Den holen wir uns. Der soll nicht auf unsere Einheiten schießen. Oh, oh, oh. Ich steck fest. Boah, die sind richtig stark, die ganzen Einheiten. Irgendwer schießt auf mich. Da ist ein Bogenschütze. Den müssen wir hier so ein bisschen in Schach halten. Der schießt sowieso nur auf die Einheiten. Wow, wow, wow. Den machen wir kalt. Der ist zu schnell für mich. Noch jemand. Ich glaube, das sind zu viele. Ja, das sind zu viele. Wir fahren. Oh je. Da geht's schon wieder los. Lauf, lauf, lauf. Ich kann nicht laufen. Wow. Die nehmen uns total auseinander. Also bis jetzt, wie gesagt, war es relativ gebalanced. Dieses Match sieht so aus, als wäre es, nicht wirklich gerecht, obwohl wir immer noch 2 Punkte halten. Irgendwie erwischt es scheinbar immer nur mich so böse. Ich komme auch überhaupt nicht weg von denen. Oh, da ist schon der nächste Held. Der ist hier mitten zwischen unseren Einheiten. Das kann er unmöglich überleben. Mach ihn weg. Den dürfen wir nicht fliehen lassen, das wäre echt schlecht. Da ist noch einer. Kommen die denn alle her? Die denken, die könnten hier einfach reinlatschen. Nee, nee, das machen wir nicht. Die spielen ziemlich gut zusammen. Also möglicherweise sind die irgendwie zusammen im Discord oder so. Das war's. Mein Verbündeter hat mir leider nicht besonders viel geholfen. Der Bogenschütze. Die sind alle ziemlich... Also die greifen sehr schnell an. Die sind auch schneller als ich. Also ich komme vor denen nicht weg. Das ist alles ziemlich brutal. Wir stehen hier im Moment an Punkt A. Das war der letzte Punkt, der uns noch gehört hat. Das heißt, wir waren eigentlich alle hier und konnten den trotzdem nicht halten. Sieht also so aus, als würden wir ganz böse auseinandergenommen werden hier. Ja. Ich habe keine Einheiten mehr. Das war's dann wohl. Kein Pferd mehr, keine Einheiten. Die ganzen Sachen, also alles, was man hier verliert, das bekommt man danach zurück. Also das kostet mich nichts. Aber wäre natürlich cool zu gewinnen, weil dann kriegt man auch was dafür. Wenn man nur verliert, kriegt man natürlich auch nicht viel. Könnt mal da hoch. Aber ich war da noch nie oben. Wir haben schon wieder 2 Punkte eingenommen. Also die Gegner spielen so ein bisschen verplant, aber die machen uns irgendwie ziemlich nieder. Also das ist eher was für Bogenschützen hier oben. Die beschützen ihre Punkte nicht wirklich. Wir kriegen doch immer irgendwie wieder Kontrolle über einzelne Punkte, obwohl wir im Kampf letztendlich gar keine Chance haben. Gehen wir da hoch zu Punkt C. Dann gehen wir mal zu Punkt C hoch. Wir sind scheinbar der Einzige, der hier kein Pferd mehr hat. Das sind alles unsere Leute hier. Oh oh. Das sind nicht unsere. Aber das sieht so aus, als hätten die keinen Held dabei. Oh, die machen böse Aua. Mach sie weg.
erstmal heilen gehen. Okay, also ich kann die nicht alleine besiegen. Die sind schon relativ stark, diese ganzen Fußtruppen, die hier rumlaufen. Wir gehen jetzt mal auf diesen Heilungspunkt hier und heilen uns da kurz hoch. Vielleicht machen wir vorher noch den Helden weg hier, weil wir es können. Go, go, go! Wenigstens ein Heldenkill. Nee, das war nicht unserer, glaube ich. Das war ein Assist. Okay. Dann heilen wir uns mal kurz hier hoch. Wir haben auch so eine Fähigkeit. Wenn wir nicht unterbrochen werden, heilen wir uns da auch ganz gut hoch. Die habe ich bis jetzt noch gar nicht verwenden können, weil ich immer sofort weggeschnetzelt wurde. Und es gibt auch diese ganzen Einheitenkontrollen, die ich euch auch nicht zeigen konnte. Das hätte ich vielleicht am Anfang nochmal kurz machen sollen, als wir Einheiten hatten. Also man kann denen Aufstellungen zuteilen, man kann denen sagen, wo sie hinlaufen sollen und so weiter und so fort. Das hat sich jetzt alles nicht so wirklich ergeben, weil wir einfach ziemlich böse verloren haben. Okay, also wir kriegen 378 Coins, wir kriegen ein bisschen Ehre hier. Das sind alles Ressourcen, die wir dann brauchen, um Sachen freizuschalten. Wir kriegen auch ein bisschen XP, das ist auf jeden Fall gut. Und ja, damit müssen wir uns dann wohl geschlagen geben. Wir sehen auch so ein bisschen, was unsere Einheiten so gemacht haben. Die haben auch so ein bisschen hochgelevelt. Die können natürlich auch alle hochleveln und neue Dinge lernen. Außerdem sehen wir hier die Teamstatistik. Da waren wir ziemlich übel dabei. Ich habe ja auch nicht lange überlebt, ganz ehrlich. Ich habe die Gegner immer nur kurz gesehen. Ich glaube, wir hatten ein bisschen zu viele Fernkämpfer. Deswegen hat das vielleicht nicht ganz so gut hingehauen. Okay. Ja, also, ich habe nicht besonders viel gemacht. Ich habe keinen Helden getötet. Ich hatte einen Assist. Ich habe 17 gegnerische Einheiten getötet und meine Einheiten haben 61 gegnerische Einheiten getötet. Also ziemlich verheerend alles. Das hat sich jetzt nicht wirklich gelohnt für uns. Okay, ja, und das ist eigentlich so das, was das Spiel ausmacht, diese rundenbasierten PvP-Spiele. Und was auch richtig cool ist, sind eben diese Festungsschlachten, die ich euch nicht wirklich zeigen kann, weil das meistens zu lange dauert, überhaupt gematcht zu werden. Ich habe es noch nicht geschafft, in so ein Match reinzukommen. Obwohl, mal gucken, Belagerungsschlacht, Level 12. Schauen wir mal, ob wir da reinkommen. Ja, es steht 8 Minuten da, das dauert meistens unendlich lange. Ich bin da, wie gesagt, noch nicht reingekommen. Ist aber total cool, es gibt Belagerungsgeschütze, es gibt alle möglichen Katapulte, es gibt Rammen, es gibt Belagerungstürme. Und dann versucht man da eben irgendwie die gegnerische Festung einzunehmen. Und das ist dann schon eine ziemlich coole Geschichte. Ich habe es erst in den... Ja, wir könnten eigentlich so ein Tutorial noch ausprobieren. Im Tutorial habe ich das so ein bisschen gesehen. Ich habe es noch nicht wirklich 15 gegen 14 gesehen. Das würde ich eben gerne mal sehen. Das wäre ganz cool, sich das mal anzuschauen, wie das dann eigentlich abläuft. Ich glaube, wir haben eine Quest beendet hier. Mal kurz dahin. Aufgaben. Und... Okay, 3 Schlachten. Wir haben 3 Schlachten abgeschlossen, kriegen nochmal 1000 Coins dafür, also dafür hat sich das dann doch gelohnt, dass wir da jetzt so ordentlich auf die Nase bekommen haben. Ja, was kann ich euch noch zeigen? So ein bisschen, einen kleinen Überblick einfach, dass ihr wisst, worum es in dem Spiel geht. Genau, wir könnten hier eben diese, wir könnten hier unsere Einheiten, neue Einheiten erforschen, könnten die hier dann in der Kaserne freischalten. Das ist dieser Einheitenbaum und da können wir die Einheiten dann freischalten. Das sind jetzt meine Pachtbauern. Die sind jetzt Level 2. Wenn ich jetzt nochmal 8000 XP sammle, beziehungsweise 7137, dann sind wir beim Level 3. Und dann können die wieder was lernen. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir da eigentlich reinkommen. Ausbildung, genau. Das ist der Ausbildungstab. Ich habe bis jetzt hier Kraft gelernt. Da machen die so ein bisschen mehr Rüstungsschnittschaden. Und dann gibt es eben diese 3 Trees hier, wo man hochleveln kann. Musterung und okay, Angriffstraining. Das sieht so aus, als würden die dann Schwert und Schild kriegen, so ein bisschen. Also man kann die eben in verschiedene Richtungen skillen. Bewegungsgeschwindigkeit erhöht den minimalen verursachten Schaden. Das sieht auch, klingt mal ganz gut eigentlich. Das ist also echt komplex, sich das alles anzuschauen. Es gibt verschiedene Attribute hier, die sind für uns genau die gleichen wie jetzt auch für die Kollegen hier. Es gibt diesen Rüstungsstichschaden, Stichschaden normal, es gibt Rüstungsschnittschaden, Schnittschaden normal, stumpfen Schaden und stumpfen Rüstungsschaden. Dann gibt es die Verteidigungsattribute, die einen eben genau gegen diese Angriffsattribute dann verteidigen können. Und diese Basisattribute, die eigentlich die Angriffsattribute und Verteidigungsattribute dann erhöhen. Genau, so ungefähr. Mode. Dann kann man natürlich alles auch so ein bisschen stylisch gestalten. Da gibt es alle möglichen Skins und so weiter und so fort. Da habe ich noch gar nichts von. Da müssen wir dann gucken, wo wir die alle freischalten können. Die sind ziemlich selten scheinbar.
Hier sehen wir so ein bisschen die Entwicklung, was die Prachtbauern so geleistet haben bisher. Und jetzt können wir uns das auch mal so für uns anschauen. Da sieht es eben ganz ähnlich aus. Ich habe jetzt im Moment so gelevelt, sehr viel auf Stärke, was dann unseren Rüstungsstichschaden erhöht, was eigentlich so der Hauptskill ist für uns. Das sind unsere Waffen immer am besten, unsere Schwerter. Die machen besonders viel Rüstungsstichschaden, deswegen versuche ich das hier auch hochzuleveln, damit das alles möglichst gut skaliert und so. Mal gucken, ob das dann so funktioniert. Ich kenne mich da noch nicht wirklich aus, da müssen wir so ein bisschen rumprobieren. Man kann seine Punkte auch resetten, man kann auch auf andere Waffen umskillen. Also das, was ihr am Anfang auswählt, ist alles nicht final, sondern das könnt ihr auch dann später noch ändern. Hier sehen wir dann wieder so ein bisschen mehr unsere einzelnen Statistiken. Also super komplex, wie gesagt. Und da sehen wir unsere Reittiere. Ich habe bis jetzt erst ein Pferd. Das hat auch noch überhaupt gar keine Ausstattung. Da muss ich mich auch unbedingt drum kümmern. Mode haben wir auch noch nichts. Fähigkeiten. Das ist der Fähigkeitenbaum jetzt von mir. Und soweit ich weiß, kann man umskillen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie das dann mit dem Umskillen eigentlich funktioniert. Ich kann aber andere Waffen freischalten. Was natürlich nicht viel bringt, wenn ich hier diese Fähigkeiten nur mit Langschwert und Schild habe. Also ich denke, wenn ich andere Waffen freischalte, dann erscheinen die hier auch und dann kann ich den anderen Skillbaum auch nutzen. So stelle ich mir das vor. Da gibt es auch immer so coole Videos dazu, wie das dann aussieht. Also das ist schon richtig cool gemacht eigentlich. Wir gehen, glaube ich, auch mal so ein bisschen in die kleine Testarena und gucken uns das an. Da kann ich euch die Waffen so ein bisschen vorführen. Das ist auch... Also es gibt ein sehr ausführliches Tutorial hier im Conqueror's Blade. Und da sieht man auch ganz gut, wie das dann, wie die einzelnen Waffen funktionieren. So kann das alles ein bisschen ausprobieren. So, wo ist denn der Kollege? Der müsste da vorne sein. Dann gehen wir mal kurz hin und testen zum Beispiel das Gewehr und so. Ich glaube, wir müssen hier rein. Hier müsste das sein. Genau, da vorne steht er. Kampftrainer. Waffenmeister heißt er. Bam. Wir gehen mal ins Waffentraining. So, da muss es kurz laden. Man hat halt immer so ein bisschen diese Ladepausen zwischendrin, wie das halt so ist bei MMOs. Wir kriegen jetzt unsere eigene Instanz und dürfen dann hier den Korporal Rupert auf die Nase hauen. Wir haben jetzt im Moment eben Schild und Schwert. Da habt ihr noch nicht viel von gesehen, weil ich immer gestorben bin, bevor ich irgendwas machen konnte. Wir haben zwei Fähigkeiten. Das einmal so ordentlich draufhauen, einmal so ein Schildschlag. Und das war's dann auch schon. Das wird dann hoffentlich bald mehr. Im Moment bin ich ja erst Level 15, da habe ich noch nicht viel freigeschaltet. Und hier haben wir jetzt so einen Waffenrack. Das sind die Waffen, die wir nutzen. Schwert und Schild. Dann gibt es auch... Okay. Das sieht auch aus wie Schwert und Schild. Sind das einfach andere? Alles klar. Ich glaube, die habe ich noch im Inventar oder so. Verwirrt mich gerade so ein bisschen. Und dann gibt es eben noch so eine Stahlklewe. Es gibt so ein Samurai-Schwert. Das Gewehr. Präzisionsmuskete heißt die hier. Dann gibt es so ein Säbel mit Schild, ist praktisch so ein Kurzschwert und Schild. Dann gibt es einen Recurve-Bogen. Und ich glaube, das ist auch der einzige, genau. Es gibt nur diesen Recurve-Bogen zum Testen hier. Und dann gibt es noch einen Stahlspeer und eine Stahlstreitaxt. Was ziemlich cool ist, ist diese helle Bade. Ich glaube, das ist die Glaive, ne? Also die Waffen sind teilweise riesengroß. Nehmen wir mal die Glaive. Okay, die geht eigentlich. Aber die ist auch schon ordentlich groß. Und damit kämpfen wir jetzt mal gegen diesen Korporal Rupert. Ich habe das Ding noch nie ausprobiert. Kampftraining beginnen. Mal gucken, ob das ordentlich reinhaut. Wir haben jetzt auch andere Fähigkeiten. Wir haben jetzt drei Fähigkeiten, die ich nicht kenne. Das ist einmal die hier. Oh, 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 au, au, au. Das war nicht so gut. Und bei den... Oh. Das Ding ist schwierig zu nutzen. Bei den Waffen steht auch immer so ein bisschen dabei, wie schwer die sind. Dass man so eine Idee davon hat. Ob das vielleicht die perfekte Startwaffe ist oder vielleicht nicht so ganz und man vielleicht was anderes nehmen sollte zum Anfang. Das finde ich auch ganz gut. Und ich denke, dieses Schwert- und Schild-Kombi ist wirklich die beste für den Anfang, weil man sich halt auch ganz gut verteidigen kann. Was ich jetzt nicht kann. Also, wir haben halt eine relativ große Reichweite, denke ich mal. Könnte ich mir vorstellen. Immer eine Glewe. Oh, das war ein kritischer Hit. Ich hab's noch nicht so ganz raus, wie man mit der Waffe am besten kämpft. Aber wir sind auch gerade erst gestartet. Oh, das war ganz gut. Komm schon. Okay. Was macht denn E? Okay, das war E. Und mit R können wir... Was war das denn? Ach, das ist so ein Buff oder sowas, ne? Mach ihn weg.
Au, au. Also wir können auch blocken. Das ist auch einigermaßen effektiv, wie es aussieht. Ich habe jetzt bisher noch keine andere Waffe gehabt, mit der ich so schlecht abgeschnitten habe. Natürlich rede ich auch dabei die ganze Zeit. Das macht natürlich auch was aus. Erwischt. Oh, das tut weh. Also wir brauchen sehr lange, um unseren Block aufzubauen, was natürlich immer schlecht ist. Aber gut. Au, au, au. Das wird jetzt aber schon ziemlich knapp, ne? Wir sind schon ziemlich down. Ah, das war's. Wir haben verloren. Okay, das war das erste Mal, dass ich gegen den Korporal Rupert verloren habe. Sieht so aus, als würde meine Konzentration ordentlich leiden, wenn ich dabei rede. Und wenn wir jetzt nochmal dieses Gewehr ausprobieren, ist das auch noch ganz interessant. Das nehmen wir uns jetzt auch nochmal raus. Ich glaube, wir müssen uns sogar heilen hier, ne? Mal die Heilung an. Dann probieren wir nochmal diese Flinte aus. Es gibt ganz viele Tricks, zum Beispiel auf den Kopf schießen. Funktioniert ganz gut. Ist jetzt nicht so der Megatrick. Könnte man drauf kommen, aber ist mit den Bögen und Schusswaffen ganz cool. Ist aber auch richtig schwer, einen eigentlichen Kopftreffer zu landen. Meistens trifft man irgendwie nicht direkt den Kopf, sondern, weiß nicht, Schultern oder was. Auf jeden Fall nicht die Kopf-Hitbox. Das ist ganz schwer, die zu treffen. Komm her, Kollege. Trau dich. Das war zum Beispiel kein Headshot, obwohl ich eigentlich so auf der richtigen Höhe war, denke ich. Also voll daneben. Und das sind halt so die Ranged DDs, die deutlich schwieriger zu spielen sind. So, erwischt. Also wenn der sich so ein bisschen schräg bewegt, dann wird es schon richtig schwer. Und das Schild hochnehmen kann ich auch nichts machen. Das war auch kein Headshot. Das waren alles normale Treffer bisher. Also so kann ich ihn schwer treffen. Seitdem schießt ihn ins Knie oder so. Das kann man natürlich jederzeit. Da hat er kein Schild. Schuss ins Knie ist immer gut. Wirkt auch. Vielleicht ist das fast besser als so ein Headshot. Da schießt man ja nur daneben oder so. Das war jetzt das Schild. Bringt gar nichts. Ja. Gegen Spieler funktioniert das nicht so gut. Haben wir ja gesehen. Also die Range-DDs waren immer die, gegen die wir am liebsten gekämpft haben eigentlich so. Bam! Das war ein kritischer. Ich will jetzt zumindest einmal noch den Kopf treffen, ob sich das wirklich lohnt. 1700, das ist nicht schlecht. Oh. Aber es ist auf jeden Fall sehr interessant, auch zum Beispiel Bogenschützen mitzunehmen. So ein Trupp an Bogenschützen ist auf jeden Fall mit. Das war ein Headshot. Fast 3000. Also es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man es hinkriegt. Braucht man so ein bisschen eine ruhige Hand und muss echt gut zielen. Dann funktioniert das aber auch. Genau. Und was gibt's denn noch? Wir können doch die Axt zum Beispiel testen. Die ist, glaube ich, auch noch ganz interessant. Mal sowas anderes. Oder das Samurai-Schwert. Oder den Speer. Nehmen wir mal den Speer. Ja, der ist auch schon ordentlich groß. Mal gucken, wie da so die Reichweite ist. Da haben wir auch wieder andere Skills. Mit der Schusswaffe haben wir die Skills jetzt gar nicht ausprobiert. Was ist so interessant, überhaupt die Waffen auszuprobieren. Wie die so einigermaßen funktionieren. Oh. Dieses Schwert, was der Rupert da hat, das hat schon eine gute Reichweite. Also so ist es nicht. Wow, wow, wow. Ja, da geht's erstmal wieder auf die Nase hier. Nicht so meine Waffe, wie es aussieht. Der lässt sich auch nicht wirklich gut beeindrucken hier. Spring weg. Go. Okay. Ja, wenn man zweimal W, zweimal A, zweimal D irgendwie drückt, dann weicht er entsprechend aus. Das ist also ganz gut zu wissen und kann dann manchmal so ein bisschen retten. Naja, nicht immer. Das war eigentlich ganz gut ausgewichen, aber gebracht hat es nichts. Was ist das denn? Der hat echt komische Moves drauf. Das war jetzt eher so ein Rundkick oder sowas. Den Speer hat er dafür nicht wirklich verwendet. Wow, Blutungsschaden und sowas. Wir sind geslowt. Und wie? Der Rupert macht mich hier richtig weg. Mach nur her, Rupert. Hier zeige ich's. Geht hier gegen dein Schild, auch wenn es nichts bringt. Okay, also ich sollte definitiv bei Schwert und Schild bleiben. Ich glaube, das kann ich am besten. Alles andere, da mache ich so ein bisschen Schwierigkeiten hier. Wow, wow, wow. Die Fähigkeiten sind jetzt auch nicht wirklich beeindruckend, ganz ehrlich. Diese Speerfähigkeiten.
Nee, wirklich nicht. Das beeindruckt ihn gar nicht. Kommt natürlich auch immer so ein bisschen drauf an, wer gegen wen spielt, ist klar. Also so ein Schwert- und Schildtyp ist natürlich gegen Speerträger schon ziemlich brutal. Wir wollen lieber gegen Pferde kämpfen oder sowas. Nicht gegen welche Schwert- und Schildträger. Wir können natürlich auch zwischendrin heilen, also wir könnten. Das haben wir eh schon verloren. Okay, ich lasse es gut sein, denke ich. Jetzt habt ihr so ein bisschen die anderen Waffen gesehen und da muss man natürlich dann auch überlegen, was gut zusammenpasst. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt Speerträger-Truppen mitnehmen wollt, was macht ihr dann am besten? Was nehmt ihr dann am besten für eine Waffe? Dann würdet ihr wahrscheinlich zum Beispiel ganz gerne eine Schusswaffe nehmen oder einen Bogen, weil die Speerträger hier ganz gut sind, wenn man sie irgendwo als Abwehrtruppe praktisch hinstellt. Wenn die sich ordentlich aufstellen können, die Speere nach außen und so, dann sind die auf jeden Fall ziemlich stark gegen die Gegner. Und dann sollte man gucken, dass man sich vielleicht eine Schusswaffe oder sowas holt und den Gegner dann aus der Entfernung behakt. Und wenn er dann rankommt, dann läuft er in die Speerträger rein. Sowas in der Richtung. Ansonsten ganz interessant, ja, es gibt einfach super viele interessante Kombis. Ich kenne mich noch nicht genug aus, um wirklich zu sagen, was da cool ist. Mir gefallen eigentlich auch die Bogenschützen sehr gut. Das habe ich auch mal getestet hier in dem entsprechenden. Da gibt es auch so einen Test für die Truppenkommandierung. Da kann man dann auch mal Bogenschützen zum Beispiel ausprobieren und die ein bisschen testen. Fand ich super gut. Ist auch im PvP ganz interessant, weil die Bogenschützen echt fies gegen gegnerische Helden sind. Und da müsste man dann aber wieder gucken, ob man dann vielleicht zum Beispiel sowas macht wie wir jetzt hier mit Schild und Schwert, dass man die Bogenschützen einigermaßen beschützen kann, so ein bisschen für die tanken kann und sowas. Also ist alles ganz, ganz witzig, wie das zusammenspielt. Ist natürlich super wichtig, dass man da irgendwie so eine Kombi herausfindet, die funktioniert. Ja, ich denke zum Abschluss gucken wir nochmal raus in die Open World und gucken uns das so ein bisschen an. Also das Spiel ist definitiv zu komplex, um das in einem Video alles anzuschauen, aber ich zeige euch mal so ein bisschen einen Überblick, so gut wie ich das hinkriege. Das ist also unsere Map hier, wir sind in Augolia unterwegs und diese ganzen Städte da draußen gehören irgendwem. Zum Beispiel die Säuferbrücke, da war ich schon mal. Das ist jetzt im Moment so eine Festung mit Level 5. Die gehört nicht uns, da können wir zwar hingehen, wir können da auch reingehen in die Stadt. Jede Stadt sieht so ein bisschen anders aus, aber im Prinzip ist das alles das Gleiche. Da findet man die gleichen Händler, die gleichen Leute. Also die gleichen NPCs und da kann man auch alles machen im Prinzip mit Ausnahme von so ein paar Dingen wie zum Beispiel Truppen heilen, Truppen aufstocken und sowas, Nahrungsmittel aufstocken und sowas kann man da nicht machen, weil das eben nicht unsere Heimatstadt hier ist. Und wir gehen jetzt mal aus unserer Augolia City hier raus und gucken uns so ein bisschen die Umgebung an. Wir haben zum Beispiel einen Auftrag, das ist noch so ein Tutorial-Auftrag, wir sollen Holz sammeln in diesem Holzfällerlager. Das, glaube ich, machen wir jetzt mal. Wir gehen da raus mit so ein paar Truppen und sammeln Holz. Das bringen wir dann in die City und dann holen wir uns die Belohnung für diese Quest. Und dann seht ihr so ein bisschen, wie das da draußen läuft. Also das hier ist alles unser Gebiet. Das ist so pseudo-safe. Solange wir uns da drin aufhalten, brauchen wir keine Nahrung. Sobald wir das verlassen, brauchen wir Nahrung. Das heißt, wir müssen unbedingt gucken, dass wir Nahrung mitnehmen. Wir wollen das Lehen verlassen. Jetzt können wir hier auswählen, was wir an Truppen mitnehmen. Wir nehmen jetzt einfach mal die Holzfäller mit und die Pachtbauern. Ich denke, das ist eine gute Kombi. Die sammeln beide, glaube ich, ziemlich gute Ressourcen. Das können wir auch anklicken hier und dann sehen. Die sind jetzt tempomäßig ganz gut dabei. 2,6 beide. Die sind nicht besonders kampfstark, aber Rüstungsmodus, Stärke, LP, okay. Rüstungsschaden, Kanonenfutter. Die schlägt sich schlecht, ja. Ist mir klar. Das sind ja alles Arbeiter. Dafür sammelt ihr dann die Ressourcen so ein bisschen besser. Genau, wir sehen hier auch, wir haben jetzt Arbeitskraft 11,52. Wenn wir die hier... nehmen wir die nochmal hier raus. Genau, wir stationieren die hier, die bleibt hier in der City. Dann haben wir eine Arbeitskraft von 5,67, also die sind ein bisschen besser, die Holzfäller. Und wenn wir die hier mitnehmen würden, dann... Wenn wir bei 11,76, die können wir eigentlich auch mitnehmen. Die sind eigentlich auch ziemlich gut. Okay. Ja, nehmen wir die einfach mal mit, die beiden Holzfäller und unsere Dorfpatrouillen. Und dann gehen wir mit denen jetzt raus. Wir haben ja genug Nahrung. Wir haben jetzt noch Nachschub, heißt praktisch, müsste die Nahrung sein. Hier genau, das sind die Nahrungseinheiten. Die können wir auch wieder aufstocken. Die wollen wir Lehnsvorräte. Da müssen wir die kaufen. 239 Bronzemünzen.
Gut, dann haben wir wieder 15.000 von 15.000 Nachschub. Das heißt, wir können uns jetzt 13,5 Minuten da draußen aufhalten. Danach ist die Nahrung aus. Also, wir sind ziemlich langsam. Wir haben natürlich keine Pferde. Das sind alles Fußgänger. Dementsprechend dauert das alles so ein bisschen. Wir gehen jetzt einfach mal raus. Kriegsmaschinen haben wir auch nicht. Ja, ist ganz interessant. Im Moment haben wir noch nicht wirklich viel. Oh, das war eine starke Pferdebrust. Und dann gehen wir jetzt schnell, so zügig wie möglich, in Richtung dieses Holzvorkommens, also dieses Waldes oder was auch immer das ist, und sammeln da unsere Ressourcen. Dann gehen wir direkt wieder zurück nach Hause. Das ist nämlich ziemlich gefährlich hier draußen. Hier kann uns jeder Mitspieler angreifen. Hier stehen schon so ein paar rum und wir wollen da zu diesem kaiserlichen Holzfällerlager. Da gehen wir jetzt hin. Nee, wir wollen nicht in die Stadt. Wir wollen da lang. Jetzt bin ich mal wieder weg. So, da lang wollen wir. Okay. Und im Prinzip bringt es gar nichts, hier irgendwen anzugreifen. Ich glaube, wenn jemand Ressourcen gesammelt hat und man den angreift, dann kann man dem so ein bisschen was davon abluchsen. Aber das bringt nicht wirklich viel. In erster Linie ist das eigentlich nur arme Anfänger wegmachen. So, einsammeln. Okay, dauert jetzt 20 Sekunden. Wir sammeln Holz. Genau, und das ist jetzt einfach nur die Quest. Ich denke, wir können auch nur einmal sammeln. Das wird jetzt alles eingesammelt. Wir können auch nichts machen. Wir können auch nicht mal gucken, ob irgendwo Gegner kommen. Da kommt zum Beispiel einer. Gucken, ob der uns hauen will. Nee, der wartet. Will auch die Quest machen wahrscheinlich. So. Okay. Pinienholz in Wagen geladen. Auf den Wagen geladen. Jetzt könnten wir nochmal sammeln, theoretisch. Nee, können wir nicht. Dann können wir das schließen. Das ist jetzt unser Wagen. Wir können dann eigentlich gehen. Schließen. So. Weiter geht's. Damit der dann auch sammeln kann. Da ist auch jemand unterwegs. Der hat keine Truppen dabei. Der ist ganz alleine unterwegs. Und... oh, da ist auch einer unterwegs. North Raiders. Auch ohne Truppen. Okay. Vielleicht knöpfen wir uns noch so ein paar Rebellen vor. Einfach, um mal irgendwas zu machen. Ich glaube, dass unser Holz sowieso nicht geklaut werden kann. Das müsste eigentlich... das müssten Questgegenstände sein. Die kann man uns, glaube ich, nicht wegnehmen. Und soweit ich weiß, momentan kann man auch nur Gegenstände verlieren, die im Wagen gespeichert sind. Also das, was ich im Inventar habe, das kann mir auch keiner wegnehmen. So, hier sind so ein paar Rebellen. Die schnappen wir uns jetzt. Und dann gucken wir mal, wie das läuft. Ich hoffe, dass die nicht zu stark sind. Die wollen Zoll. Nee, wir hauen die auf die Nase. Genau, und dann geht's hier natürlich auch wieder in eine eigene Instanz. Und dann kämpfen wir gegen die. Wir können wieder auswählen, wen wir nehmen. Wir nehmen, glaube ich, wir nehmen mal die Holzfäller. Ich glaube, das sind auch Nahkämpfer, da brauchen wir keine Speere. Mal schauen. Okay, auf geht's. In großer Zahl aufmarschiert, das klingt nicht gut. Wir schnappen uns gleich mal den Punkt hier, erobern den. Und da kommen sie auch schon. Jetzt können wir hier mal so eine Aufstellung. Das reicht nicht mehr, geht sowieso los. Auf sie, mit Gebrüll, go, go. Ich schnapp mir die Fernkämpfer, ihr macht die Nahkämpfer. Aufgaben teilen und so. Super gut. Sieht doch gut aus hier. Oh, mein Pferd ist down. Nicht gut. Vielleicht hätte ich absteigen sollen. Ich steige immer zu spät ab, aber mein Pferd hält auch wirklich noch gar nichts aus. Oh, die schießen mit Pfeilen auf mich. Trau dich. Okay, wir haben gewonnen. Easy peasy. Weg sind sie. Gebietsauftrag abgeschlossen. Mal gucken, was wir dafür kriegen. 100 Münzen. Okay. Das ist nicht so wirklich gelohnt. Okay, wir kriegen aber Nahkampfwaffen für Rebellen und Fernkampfwaffen für Rebellen. Das hat sich dann auf jeden Fall gelohnt. Das sind immer so die Ressourcen, die man hier draußen sammeln kann, zum Beispiel, wenn man solche Rebellen angreift. Gibt es auch alle möglichen anderen Sachen, irgendwelche Wagen, irgendwelche Schätze, die man sammeln kann. Und das hilft da eben alles, wenn man irgendwie Einheiten upgraden möchte oder wir gehen jetzt zurück nach Hause ganz schnell oder irgendwelche neuen Dinge herstellen möchte oder Dark Empire Tron, der will nichts von uns. Also es gibt immer welche, das sind normalerweise Reitertruppen. Wenn man sowas sieht, dann weiß man eigentlich schon, das sind Leute, die einen killen wollen. Wenn ihr irgendwo Reiter seht, dann sind es meistens Banditen. So, ich glaube, wir sind momentan safe. Wir verlieren im Moment Food, weil wir nicht mehr in unserem Gebiet sind. Wir sind in einem fremden Gebiet. Ja, mal gucken, was es da drin gibt. Kalkosin oder sowas. Keine Ahnung, was das ist. Ab geht's.
Das bringen wir jetzt nach Hause. Wir haben so ein bisschen was gesammelt, das wollen wir nicht verlieren. Das heißt, wir gehen jetzt schnurstracks nach Hause. Genau, hier waren die Gebietsgrenzen. Wir waren da drüben in diesem Titanium Republic Gebiet von Westberg. Und sobald wir das Gebiet eben verlassen, brauchen wir Food. Jetzt sind wir wieder zu Hause und ihr seht, dass unsere Nahrung nicht mehr runtergeht, weil wir in unserem Heimatgebiet sind. Okay, dann nix wieder Hause. Sieht alles gut aus. Also hier wurde ich schon ziemlich oft richtig böse weggegankt. Da muss man sich einfach... Das sind zwar schwer Reitertruppen hier, glaube ich. Ja, das ist auch Fußgänger. Ich glaube, das sind Fußgänger. Und ab nach Hause statt betreten. Alle Einheiten, die ihr hier draußen verliert, die sind auch tatsächlich tot und die müsst ihr wieder aufstocken. Also es kostet dann auch wieder Ressourcen. Eure Rüstung geht wahrscheinlich kaputt, all solche Sachen. Also das kostet auch, wenn man da draußen unterwegs ist. Es lohnt sich aber auch, weil die Ressourcen eben alle sehr viel wert sind. Genau, jetzt müssen wir zum Beispiel unsere Holzfäller hier wieder heilen. Das kostet uns 35 Coins. So, die sind jetzt wieder geheilt. Auffüllen, da sind scheinbar auch noch welche gestorben. Das kostet uns nochmal 20 Bronzemünzen. Okay. Alles klar. Dann sind wir wieder zu Hause in unserer sicheren Heimat. Dann gehen wir direkt mal zu unserem Lager. Und dann nehmen wir die Sachen aus dem Wagen raus, damit die uns nicht mehr geklaut werden können. Also ich wurde einmal weggegankt, als ich schon ziemlich viele Ressourcen gesammelt hatte. Ich habe aber nicht so ganz verstanden, wie viel mehr davon dann eigentlich weggenommen wurde. Ich habe nicht wirklich viel verloren. Ich bin nach Hause gegangen und war dann eigentlich immer noch ziemlich zufrieden. So. Okay, der hat so eine Aufgabe für uns. Genau, der wollte das Holz, was wir gesammelt haben. Das geben wir dem jetzt, dann kriegen wir eine ordentliche Belohnung dafür. Also die Quests machen lohnt sich auf jeden Fall. So, was will er denn jetzt von uns? Wir müssen mit dem Lagerverwalter reden. Machen wir. Plündern. Okay. Wir sollen die Rebellen plündern. Können wir auch machen. Okay. Dann müssen wir jetzt nochmal mit dem reden, um an unser Lager zu kommen. Nachschub. Dann sehen wir hier unsere ganzen Lager. Wir haben einmal das Inventar und unser persönliches Lager. Da habe ich jetzt noch nichts eingelagert. Das sind so Gegenstände wie zum Beispiel neue Rüstungsgegenstände. Das hier sind jetzt alte Rüstungsgegenstände, die ich nicht mehr verwende. Das ganze Craften und so, das können wir uns heute nicht mehr anschauen. Das wäre dann ein extra Video, denke ich. Hier war auch so ein paar Ressourcen zum Beispiel, mit denen ich dann neue Rüstungen zum Beispiel herstellen könnte. Unser Versorgungslager ist dann das Gegenstück zu unserem Wagen. Immer wenn wir unterwegs sind und Ressourcen sammeln, kommen die in unseren Wagen. Da sehen wir schon, der hat eine riesen Kapazität. So viel haben wir nicht eingesammelt. Wir haben so ein paar Fernkampfwaffen, ein paar Nahkampfwaffen. Wir haben ein bisschen Pinienholz und wir haben Chalkosin gesammelt. Das verschieben wir jetzt einfach alles. Bis auf das Pinienholz. Das behalte ich. Ich glaube, wir können das alles verschieben. Ich glaube, das ist egal. Auch wenn das... Alle verschieben. So. Auch wenn das in unserem Versorgungslager ist, müsste ich die Quest eigentlich trotzdem abgeben können. So wie ich das verstanden habe. Man muss das nicht alles mit sich rumschleppen. Okay. Super gut. Der hat schon wieder die nächste Quest für uns. Ja, also es gibt eben Crafting. Es gibt hier alles. Das ist super komplex. Ich denke, das war jetzt mal ganz gut so für den ersten Einblick, dass ihr so eine Idee davon habt, worum es in dem Spiel eigentlich geht. Und wenn es euch gefällt, dann könnten wir natürlich drüber nachdenken, hier auch so ein eigenes Haus zu eröffnen und uns irgendwo auf der Map so ein Gebiet zu sichern. Wir sehen hier ja die ganzen Ressourcen. Das hier ist jetzt so eine Quest-Ressource praktisch. Da kann man eigentlich nur für die Quest was sammeln, so wie ich das verstanden habe. Andere Ressourcenlager wären jetzt zum Beispiel die alte Taverne. Da gibt es, glaube ich, Nahrungsvorräte, die wir uns holen könnten. Hier gibt es Baumwolle. Da oben gibt es einen Steinbruch für Sandstein. Hier gibt es nochmal Baumwolle. Und die haben auch alle Kapazitäten. Also irgendwann sind die dann auch leer, wenn da zu viele Leute sammeln. Das ist halt ziemlich weit. Also wenn wir da hinlaufen und das da einsammeln und dann wieder zurückkommen, dann werden wir wahrscheinlich wieder überfallen und es wird wieder so ein Teil davon abgeknöpft. Aber wie gesagt, das lohnt sich meistens dann trotzdem. Man verliert nicht allzu viel dadurch, dass man ja gegankt wird. Ist natürlich trotzdem irgendwie so ein bisschen deprimierend, wenn man immer von Level 20ern weggegankt wird. Aber das ist natürlich in jedem PvP-Spiel so. Daran muss man sich gewöhnen. Ich finde es eigentlich ganz gut so, dass man hier nicht so viele Ressourcen verliert. Also es ist eigentlich relativ entspannt. Auch wenn man gegankt wird, ist das jetzt kein absoluter Weltuntergang. Genau. Also wir könnten... Moment. Wir könnten hier so ein Haus eröffnen, wenn ich das finde. Das ist unter N, ne? Da findet man die ganzen Häuser und die Allianzen. Das sind jetzt die Häuser, die es im Moment gibt. Auf diesem Server gibt es scheinbar 463 Seiten von Häusern. Und da sieht man noch so ein bisschen, was die alles haben. Also die hätten hier jetzt zum Beispiel 5 so große Städte, 4 so Außenposten und 6 Dörfer oder sowas in der Art. Und die sind schon Level 9. Das ist natürlich ziemlich krass.
Hier sieht man auch die Mitgliederzahl. Die haben schon fast 100 Mitglieder. Je mehr Gebiete die haben und je höher das Level, davon hängt es irgendwie ab, wie viele Mitglieder so ein Haus haben kann. Hier sehen wir die Allianzen. Die Allianzen können bis zu 3 Häuser enthalten. Also man kann bis zu 2 verbündete Häuser praktisch haben. Mehr geht nicht. Ich habe kein Haus, wir könnten aber ein Haus erstellen. Haus gründen, das kostet dann 20.000. Bronzemünzen ist also gar nicht so teuer. Ist natürlich schon eine ordentliche Summe, aber kann man auf jeden Fall machen. Und dann kann man sich auch so ein Wappen erstellen und so weiter und so fort. Also wäre auf jeden Fall möglich. Und es ist natürlich cool, ein eigenes Haus zu haben, weil man dann hier eigene Ressourcenlager zum Beispiel vor der Tür hat und das Ganze so ein bisschen sicherer ist. Das ist natürlich so ein Startergebiet hier. Hier ist unglaublich viel los. Sobald ich vor die Tür gehe, sind da irgendwie 10, 20 Leute unterwegs. Das ist natürlich super gefährlich. Wenn wir jetzt irgendwo am Ende der Welt hier so ein kleines Lager hätten, dann wäre es da ein bisschen ruhiger und dann könnte ich auch gemütlicher Ressourcen sammeln zum Beispiel. Allerdings gibt es PvP-Zeiten. Die sind dienstags und samstags. Das sind die Momente, in denen man neue Gebiete einnehmen kann und seine eigenen Gebiete verlieren kann. Das heißt, in den Zeiten muss man sein Gebiet verteidigen. Das ist jeweils eine Stunde am Dienstagabend, eine Stunde, ich glaube, Samstagabend. Und in der Zeit muss man möglichst anwesend sein, zumindest einige aus dem Haus, um die eigenen Städte zu verteidigen. Ansonsten kann es passieren, dass man die verliert. Den Rest der Zeit sind diese Städte aber komplett sicher, das heißt, da kann euch eigentlich niemand was. Und solange ihr da drin unterwegs seid, seid ihr auch safe, weil diese Städte immer eine Safe Zone sind. Da kann man zwar so kleine Gefechte machen, hier so kleine Scharmützel gegen andere Spieler, so Duelle, aber ansonsten ist man hier safe, man kann nichts passieren, man kann nichts verlieren, ist alles super cool. Okay, ja, ziemlich spannendes Spiel, ziemlich komplex, ist natürlich ein MMO, die sind immer so ein bisschen komplexer. Wir können da natürlich noch tiefer einsteigen. Ich fand es jetzt für den Anfang auf jeden Fall mal mega interessant und ja, macht auf jeden Fall Spaß zu spielen. Ist eigentlich nicht so super komplex, wie es am Anfang wirkt und ist auch ein sehr entspanntes Spiel zu spielen. Ist jetzt nichts, wo man sich wirklich 3 Stunden Zeit nehmen müsste, um irgendeine Instanz zu machen oder so, sondern das geht alles ziemlich schnell. Da kann man sich auch einfach mal hinsetzen und eine halbe Stunde so ein PvP-Event machen und dann ist es auch wieder durch und kann theoretisch auch wieder Schluss machen, wenn man was anderes vorhat. Jetzt habe ich aber erstmal genug erzählt, denke ich. Wird wahrscheinlich ein ziemlich langes Video, aber Conqueror's Blade ist auch ein ziemlich interessantes Spiel. Ich hoffe natürlich, euch hat der Einblick so ein bisschen gefallen. Vielleicht habt ihr ja auch schon unglaublich viel Erfahrung und fandet das alles ganz witzig, was ich hier erzählt habe, weil da so einiges gefehlt hat oder ähnliches. Schreibt es in die Comments, wenn ihr Tipps für mich habt, da freue ich mich natürlich auch. Und ansonsten wünsche ich euch natürlich super viel Spaß beim selber ausprobieren, wenn ihr Lust habt. Emotes gibt's glaube ich noch nicht, bis jetzt habe ich keine gefunden, deswegen verabschiede ich mich einfach mal mit einem großen Pferdesprung. Ich danke euch fürs Zuschauen, schön, dass ihr dabei wart und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, tschüss!